So, grüezi. Leute, herzlich willkommen zum Podcast-Festival. Krass, ich habe schon Podcast vernuschelt. Also Leute, geht's gleich los. Ich komme jetzt gleich raus, deswegen frage ich erstmal, habt ihr ein bisschen Bock? Das hat lange gedauert, das war viel zu lange. So, also Leute, tut mir gefallen, begrüßt jetzt mit einem Riesenapplaus den Mann, der sie mir noch selbst ankündigen muss. Hier ist für euch alle frei! Dankeschön! Dankeschön, hallo! Vielen Dank! Ja, beruhigt euch! So! Herzlich willkommen, Leute. Wir haben heute Podcast, das erste Mal live. Wir sind richtig aufgeregt. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Schon gemerkt, die Stimmung ist gut, ja? Was ist los mit euch so? Ja, mach jetzt was. Wo sind die anderen zwei? Leute, ich hole jetzt den ersten Podcast-Kollegen auf die Bühne. Ich möchte, dass ihr ihn mit einem Riesenapplaus begrüßt. Hier ist für euch der Inder eures Vertrauens. Hier ist Salim Samato. Stark. Das war mega, das war stark. Riesenapplaus an alle frei, bester Mann. Vielen, vielen Dank, Leute. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Wirklich eine Tränen nahe, wirklich, Leute, heute hier sein zu dürfen. Nein, wirklich, Leute, habt viel Spaß beim Podcast. Überragend. Das können wir machen. So. Ich habe vergessen, ich wollte nur kurz erklären, was wir heute machen. Wir haben uns überlegt, wir machen offene Top 10. Wir suchen uns random ein Thema aus. Das ist eigentlich, das heißt, du suchst irgendwas aus, normalerweise. Und dann besprechen wir das in der Folge, so die Top 10 irgendwas der verrückten Tierarten. Und diesmal haben wir quasi von unseren hinter der Kamera Mädels uns Top 10s aussuchen lassen. Und die werden wir gleich ohne Vorahnung besprechen. Jawohl. Aber es fehlt ja noch einer, der Deutsche in der Runde. Stimmt, der Deutsche verkleidet als Tschetschene, der fehlt noch. Deswegen ein Riesenapplaus an den Tschetschenen eures Vertrauens, Marvin Endres. Yo! Ey, unsere Sitzordnung ist anders, Salim, du musst darüber. Unsere Sitzordnung ist immer anders, wieder mit X. Guck mal, der Deutsche mit den Regeln. Guck mal, da seht ihr schon, wie deutsch du bist. Richtig deutsch. Normalerweise sitzt du immer rechts und du hast jetzt echt ihn umgesetzt deswegen. Und der Inder so, oh sorry, tut mir leid. Ich bin nur deswegen dabei. Mach das doch nicht mit dir, lass das doch nicht mit dir anstellen. Aufenthalten. Guck mal, wichtig ist, dass ich ein Sofa habe, ja, das ist wichtig. Stimmt, was geht bei dir überhaupt? Du hast für 17 Leute das gekauft, weißt du? Guck mal, das ist unser Kontostand, wenn du das vergleichst, sein Ding und unseres. Wir sitzen hier wie so Boxer in der Ringpause, wirklich, das war's. Aber diesmal, normalerweise machen wir immer so Top 10 der Kategorien. Heute machen wir die interaktiv mit euch zusammen. Aber leider wissen wir noch gar nicht, was die Top 10 sind. Deswegen wollen wir herausfinden, was die Mädels sich ausgedacht haben. Ja, die Mädels aus der Redaktion haben was vorbereitet und bringen jetzt einen Umschlag rein. Einen Applaus. Applaus für Lisa an die aus der wundervolle Redaktion. Dame. Überragend. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Wir haben nicht mal eine Redaktion, die hat nur einen Zettel reingebracht. Deswegen habe ich auch gesagt, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war so, die Mädels hinter der Kamera. Ich hatte keine Ahnung. Aber sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Applaus für Agi Jack. Die ist wirklich Tschetschenin, wie ihr gestern gelernt habt. Danke sehr. Oh, es sind Top 10 der Glückshormon ausschüttenden Dinge. Krass. Was ist das? Für ein Glückshormon? Also Top 10, hier steht, keine Ahnung, ich habe es nicht ausgesucht. Top 10. Das klingt so, als hättest du es ausgesucht. Nein, also Dopamin. Weiß jeder, was Dopamin bedeutet? Jeder weiß das, ne? Jeder Heroinnadel Johnson weiß Bescheid. Bruder, weil das hat viel Dopamin, Bruder. Und Top 10 der Dinge, die ein Mensch machen kann, die am meisten von diesem Dopamin dir geben. Weiß jeder. Also Top 10 der Dinge, die das auslösen. Du machst was und dann wird Dopamin ausgeschüttet. Genau, wie... So Fußball spielen oder keine Ahnung was. Genau. So. Also ach so, genau, es können auch Sachen sein, normale Sachen. Das hat nichts mit Drogen zu tun. Nein, 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 das war jetzt nur... Du hast es gesagt. Ich weiß nicht warum. Du hast Leute beleidigt, einfach so. Nein, ich meine, die wissen das mit Dopamin. Aber sonst, das kann alles sein. Spielen, Spaß haben, essen. Du hast die Liste gerade vor dir, aber was denkst du, was auf der Liste ist, Alain? Ja, einfach. Sex. Sex? Komm, ich schub's mit dem Arsch gleich so. Hatte schon mal jemand von euch Sex und weiß, wie das ist? Ich habe keine Ahnung. So, so sieht's auch gerade da, hast du keine Ahnung, Leute, was geht ab hier? Sex kenne ich nicht, so, was passiert jetzt gleich? Ich bin heute Nacht noch in Aachen, falls jemand Lust hat.
Nee, ich glaube Drogen, also irgendwelche Drogen. Dopamin klingt für mich nach Kokain. So. Safe, Drogen. Also wenn jemand, also ihr könnt auch erraten, was für Sachen am glücklichsten machen. Und derjenige, dessen Sache auf der 1 ist, der bekommt safe ein gratis T-Shirt. Ruft einfach rein. Jetzt will es keiner machen. Ja, niemand. Was hast du gesagt? Shoppen, Respekt. Guck mal, sein Freund, ihr Freund guckt direkt zu Hello Darkness, eine Träne kommt runter direkt. Kreditkarte minus, Hypothek. Schokolade, bam. Alles gut, Schokolade ist gut. Yeah, das Schokolade, ist deswegen ja. Sind wir glücklich, weißt du? So lange bis Diabetes glaub, Schokolade, und dann, oh. Schokolade schüttet Serotonin aus, ne? Hä? Also das dieses, was man auch bei MDMA kriegt, dieses Serotonin ist auch bei Schokolade mit drin. Okay, was haben aber wir noch? Aber das ist nicht Dopamin, es geht ja um Dopamin hier, keine Ahnung. Das erste Mal sein Kind halten. Oh, das wow, ist deep. Wow, Bro, du wurdest gerade richtig geklatscht mit deiner Schokolade, Alter. Das ist krass, ne? Das ist richtig. Boah. Aber guck mal, du kannst dein Kind halten und Schokolade essen. Oder dein Kind aus Schokolade. Sorry, ich weiß nicht. Sorry. Es ist adoptiert, legen Sie es wieder hin. Oh, Entschuldigung, ich dachte, es wäre... Sorry, ich weiß nicht, warum. Okay, ja, komm, wir holen noch ein paar Sachen, oder? Was haben wir noch? Was hast du gesagt? Sport, was für Sport? Fußball, Respekt. Fußball. Hat jemand Formel 1 gesagt? Das macht dich so aber, glücklich. Aber mitfahren oder schauen? Das ist ja dann Deutsch. Scheiß auf Kindheit. Ja, aber warte mal, wahrscheinlich meint er fahren. Du meinst fahren oder aktiv im Auto, oder? Wer war das? Formel 1? Gucken. Digga, was hast du für Ansprüche? Mario Kart, versuch Mario Kart, glaub mir, Mario Kart. Hey, wir reden hier von den 10 krassesten Dingen, die es überhaupt gibt. Überlegt euch das mal. Ich sag so Kokain, wo man ja weiß, dass da Dopamin rauskommt und er so Schokolade, Formel 1. Überlegt euch mal, was real ist. Mit 200 in der über der Autobahn fahren in der Schweiz. Da ist 120 das ist Adrenalin, was da ausgeschüttet wird. Und vom Konto wird abgezogen, das ist das. Kannst den Kredit bei ihm da hinten aufnehmen. Musst du gar nicht mit nach Hause fahren, Shopping, das Haus ist schon längst weg. Danach Haus weg, erste Sohn musst du verkaufen, alles ist weg. Hast du das denn mal gemacht mit 200 in der Schweiz? Kommst du gar nicht, sobald du 90 fährst, hast du direkt Fotoshooting. Das geht mir sofort. Krass, Riesberg, was machen Sie vom Beruf, wenn ich fragen darf? Sachbearbeiter, der Beruf, der, wo Adrenalinkicks an der Tagesordnung sind. 100%. Ich weiß, warum er das machen will, weißt du? Ich scheiß da drauf. Endlich mal gegen Konventionen verstoßen, ich sag's allen. Aber was bearbeiten Sie für Sachen? Früher Reiseplanung, jetzt Reisekostenabrechnung. Das klingt für mich warte wie mal, ein... Was davon schüttet mehr Dopamin aus von den beiden Sachen? Was? Was davon schüttet mehr Dopamin aus? Was für Dopamin? Du bist direkt Rasierklingen-Abonnent, Alter, 100%. Digga, Rasierklingen. Ja, aber können wir mal irgendwen, der denkt, der hat was, was wirklich realistisch auf der Liste sein kann? Da unten, du in der ersten Reihe? Jolanda war das, ne? Ne, es war gestern. Bist du immer noch Jolanda? Was haben Sie gesagt? Krass. Sorry, was haben Sie gesagt? Bungee-Jumping, das ist, cool, das ist doch mal was für Jolanda. Vergiss das 200-Fahren, Bungee. Hast du es mal gemacht? Respekt. Ich glaube, wir müssen dieses Dopamin noch mal ganz kurz erklären. Also Dopamin ist, was dich glücklich macht, nicht, wo du danach einen Genickzwirbel hast. 100%. Läuft sie rum mit so einem schiefen Nacken. Okay, genug Dopamin für heute. Hammer geil. Was machst du? Bist du noch Schülerin wenigstens? Okay, zum Glück. Hammer geil. Wo bist du? Bist du Hauptschule, Gymnasium? Ja. Hauptschule? Ja. Gesamtschule? Respekt. Ja, war ich auch. Respekt. Kurze Frage. Du warst gestern genau an dem Platz. Bist du einfach sitzen geblieben? Nee, es gab ein Kombi-Ticket für beide Tage. Deswegen. Ja, weißt du, aber sie ist gar nicht weggegangen. Du hast hier übernachtet. Das schüttet gar nichts aus. Sehr gut. Also wir haben Schokolade, wir haben Formel 1, wir haben Bungee-Jumping, wir haben 200 in der Schweiz über die Autobahn fahren. Shoppen. Du hast noch was? Liebe. Oh. Oh. Wunderschön, wie Brudi. Schwul. Vor allem, kannst du ganz kurz mal aufstehen? Bitte steh mal ganz kurz. Du wärst der Letzte, von dem ich Liebe erwartet hätte. Von dir habe ich erwartet, Kapital bei der Album. Zwei, Liebe. Also Jogginganzug, perfekter Boxerschnitt. Liebe, Bruder, ich liebe. Ohne Autotune, er sieht gar nicht so aus. Ist der Beste. Wie heißt du? Furkan, mashallah, Bruder, wirklich bester Mann. Liebe ist sehr gut, Bruder. Nichts so, wir fragen noch einen, oder? Da vorne meldet sich noch jemand. Musik, das habe ich von ihm erwartet, 100%. Hammergeil. Oh, wir können ja eins mal machen und wir können ja dann wieder fragen, zum Beispiel. Ja, wenn wir merken, in welche Richtung es geht. Mach mal die 10. Okay, da vorne, die sieben wir noch unbedingt.
Hundewelpen! Oh, das ist süß. Okay, das ist wirklich mega. Ey, weißt du was? Ich hätte einen Partner für dich hier vorne. Ja, hundertprozentig. Genau, aber es passt, müssen Pitbull-Welpen sein, oder? Pitbull, nur Pitbull, ne? Wirklich. Überragend. Mach mal die 10, komm, leg mal los. Pitbull ist der Kennex unter den Hunden. Ach so, dann wollen wir mal. Alles klar. Nummer. Hey, Moment, wo kommt ihr her? Oh, was war das denn? Gibt's hier Sitzplätze? Ja. Setzen Sie sich einfach irgendwo hin, schubsen Sie diese arme Familie nicht weg. Hygienekonzept. Nein, du darfst die Leute irgendwo hinsetzen, ist Corona. Ach so, setzen Sie sich genau dahin, wo Sie hin sollen. Weißt du, wenn du wenn du mit ihm eine Show machst, macht, wo ihr wollt, zieht die Maske aus, reibt euch aneinander. Ey, Digga, wer hier drinne war in Griechenland, irgendjemand, war jemand zufällig in Griechenland? Applaus. Du warst in Griechenland? Digga, wie hart wurdest du da ausgelacht, als wir mit diesen Masken da ankamen? Die haben so hart auf uns geschissen. Wirklich, du kommst damit, du ziehst ja Masken an. Ja. Yeah. Und die so, was ist los mit dir, Malaga? Wir haben einen Anhust-Wettbewerb später. Wirklich, die haben komplett drauf geschissen. Die so, so begrüßen wir uns. Salakis, kommt raus. Das ist wirklich Katastrophe. Wirklich. Mach jetzt mal die 10. Komm. Ach ja, okay. Alles klar. Wir haben noch gar nicht mit der Top 10 angefangen. Die Zeit ist schon fast rum. Okay, alles klar. Okay, die Nummer 10 ist mit 30 Dopamin-Points. Wir nennen mal die Währung so. Ich habe keine Ahnung, wie die das messen. Ach ja. Die Messwerte, wie die zustande gekommen sind. Die Harvard-Universität misste bei diesen Aktivitäten an ist nicht richtig? Nein, ist gar nicht richtig. Vor allem, das ist live, ist eine richtig missliche Lage jetzt. Vergangenheit von Mist. Miste. Nicht Miste? Ja, du kannst einen Satz draus machen. Sie haben Miste, da kommt ach, sie haben gemessen. Moment. Was ist denn Miste? Was mistest du aus? Welchen Stall? Ich hätte mal Miss Germany vor mit so einem Metermaß. Ich misste. Warte mal. Du kannst ausmisten, genau, sie so einem war Stall, mal Miss, Alter. Jetzt ist sie Miste. Okay. Also, schlechten Gags kommen jetzt alle raus. Wir haben keine Wahl. Kennt jemand die Präteritumsform von Messen? Mars. Ich wäre niemals auf Mars gekommen. Hundertprozentig. Ich hätte 17 Mal raten können. Ich wäre Misti, weißt du Mistu. Ich wäre auch nicht auf Mars gekommen irgendwie. Mars, niemand. Er maß seinen. Okay. Was maßst du dir eigentlich an, Salim? Jetzt mach mal die 10. Das kenne ich, anmaßen. Aber ja, ich würde nicht. Okay, also die Harvard-Universität maß durch einen Hirnstromaggregator massen sie die. Maste sie. Maste. Sie haben. Weißt du was? Warum lassen wir den Ausländer lesen? Das war die dümmste Idee, die wir hatten. Wie nehmen wir den Inder? Okay. Also. Okay. Aber er war auch maßgeblich an der guten Show beteiligt. Das macht weiter. Okay, Top 10. Also Top 10. Die Nummer 15. Warum sind hier 15 eigentlich? Okay, scheiße. Die Top 10, falls du. Mach einfach die 15. Du hast das eh selbst geschrieben, wie ich dich kenne. Die Top 15 ist mit 30 Dopamin-Points. Küssen, sehr nah dran, Bruder. Nee, keiner hat Küssen gesagt, oder? Du warst Liebe? Nein, er hat nur Liebe gesagt. Krass, aber Liebe machen ist ein Schritt weiter als Küssen. Er durfte nicht mal küssen, er durfte nur fühlen. Ja. Er guckt nur so Leute, wie sie sich küssen. Bruder, das ist Liebe, Walla, Bruder, das ist Liebe. Bruder, gib mir auch was von der Zunge, Bruder. Aber es kommt auch davon, was für Küssen, die machen das voll allgemein. Weißt du, was ich meine? Manche Küsse sind ja auch voll unangenehm. Wenn so ein Penner dich küsst. Danke für den Euro. Moment, welcher Penner küsst dich? Hey, guck mal, mir ist schon viel so passiert. Das ist mir noch nie passiert. Aber vor allem, ich glaube, kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern? Ja, und wie? Weißt du was? Ich habe gespuckt. Hä? Und das tut mir bis heute leid. Du hast gesabbert oder was? Nein. Die hat mich geküsst und ich war... Die haben dich geküsst? Waren das mehrere? Das Mädel. Und ich fand das eklig und dann habe ich gespuckt und das tut mir bis heute leid. Du hast sie angespuckt, während du ihre Zunge im Mund hattest, oder wie? Nein, ich habe einfach ausgespuckt. Also sie hat dich geküsst und du so... Uah. Ich so... Bäh. Ja. Krass. Und das war auch ihr erster Kuss und das tut mir bis heute leid, wirklich. Weißt du, was er dazu sagen würde? Liebe. Ich habe mich auch wirklich so 20 Jahre später entschuldigt und sie meinte, warum? Ich habe schon lange verdrängt. Also sie wird sich zwar immer schlecht wegen mir. Wie alt warst du da? Als guck mal, ich kann nur noch schätzen. Ich glaube, 12, irgend sowas. 12? Ich muss aufhören, deine dann Lehrer hattest zu du küssen. Schon mal einen Kuss erleben? Oder wenn ja, wann war dein erster? Boah, meiner war richtig krass. Mit welchem Penne war das denn? Ich tausche 3 Ratten gegen meinen ersten Kuss. Hier noch eine Acai-Beere. Du Dreckiger. Vor allem, der war wirklich dreckig, da stimmt's mal. Der war richtig dreckig. Weißt du, was ich gerade lachen muss? Wir haben ja heute so einen Doppel-Podcast. Zuerst sind wir dran und dann kommen diese professionellen Leute, die Erfolg haben, von Mord auf Ex. Alle Fans, die jetzt wegen Mord auf Ex da sind, die denken sich so, was mache ich hier? Was sind das für 3 Typen?
Der eine kann kein Deutsch, der andere nuschelt, der andere verstehe ich kein Wort. Richtig dreckig. Nein, aber wisst ihr, wie das bei mir entstanden ist, der erste Kurs? Das war durch, kennst du nicht, bei in der Schule gab es auch dieses Flaschendrehen. Kennst du das? Ja. Und dann wurde das so gedreht, es war so eine Pfandflasche. Und dann war das... Die Nummer 14 ist... Die Story, es endet richtig übel. Ja, mach Nummer 14. Die Nummer 14. Top 10, Nummer 14. Ich will das jetzt wissen. Die Nummer 14 ist mit etwas Illegalem davonkommen. Oh. 50 Dopamin-Points. Krass. Wer drin hat mal was Illegales getan? Hand hoch. Wow, wie viele Hände auf einmal? Krass. Diese komplett die zweite Reihe ist eigentlich komplett. Vor allem, es werden immer mehr. Katastrophe. Okay, Bruder, wenn sie sich traut, wallah, ich muss auch. Was hast du gemacht, die Frau, die ihr Kind in den Arm halten wollte? Was hast du geklaut? Süßigkeiten? Oh, das ist doch süß. So deutsche Verbrechen, weißt du? Ja, ja. Aber dann habe ich das Doppelte zurückgelegt, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Und du nebendran hast dich auch gemeldet? Du warst auch geklaut? Was hast du gemacht? Du bist eingebrochen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Mal, bevor du weiterredest, ist es schon verjährt oder kriegst du Ärger? Weil das wird aufgenommen hier. Du hast dafür eine Shisha umsonst bekommen? Der billigste Einbruchdienst aller Zeiten, wirklich. Nein. Aber was ist für ein Einbrecher? Sie bricht ein und macht sich erstmal eine Pfeife an. Das macht gar keinen Sinn. Nein, das war ihre Bezahlung. So. Ja, die war so, hey. Was der Auftraggeber hatte eine Shisha-Bar oder was? Sie ist aus Spaß irgendwo eingebrochen, dafür hat ihr irgendwer random eine Shisha. Darf ich fragen, aus welchem Land du kommst? Bist du Inderin auch? Ach so, du hast so eine Pfeife geklaut bei jemandem. So eine Shisha. Was bist du für eine Landsfrau? Aus Pakistan, laber. Und bei wem bist du eingebrochen? Was war der für ein Typ? Libanese. Haben wir Libanesen heute hier? Das wäre so witzig, wenn es ein Libanese hier wäre. Einer steht auf, so, das war ich! Aber hat noch jemand was Kriminelleres gemacht als die beiden? Wo ist meine Shisha, Bruder? Aber die zwei haben sich auch gemeldet. Was hattet ihr zwei gemacht, ihr zwei schlimmen Füchse? Unterschrift gefälscht? Weiter? Ich sag direkt weiter, ich weiß, dass er mehr gemacht hat. Du hast so richtig, das war richtig Rassismus. Das war genau das. Ja, ich kenne das. Das ist so Opening. Unterschrift gefälscht und jetzt arbeiten wir uns hoch. Was? Ist das neben dran? Das ist raus, Mann. Hey, ist unter uns. Ist guck mal, der nebendran guckt ihn an, als wäre es ein Bewährungshelfer einfach. Nein, nein. Versprochen. Wird alles gepiept. Wir schneiden die alles Kamera ist nur zur Deko da. Versprochen. Auch geklaut, natürlich, das hätte ich. Aber auch. Krasses, was krasses? Hä? Also vor 15 Jahren. Aber was krasses geklaut? So ein Auto oder so? Oder auch Shisha einfach nur. Was hast du geklaut? Der kopiert einfach ihre Antwort. Aber echt jetzt, wirklich. Wo kommst du her? Pakistan, wirklich, echt. Wen hatten wir noch? Hier die ganze Reihe hatten wir noch. Was habt ihr alles gemacht? Ruh, ruft rein. Der mit dem pinken Shirt, der mich so anguckt, das war gleich so eine Kehle hier so. So, heraus. Die Tickets für heute? Überragend. Weißt du, wie du die alle... Wie dreist ist das denn? Das ist überragend. Ich hab keine Tickets. Scheiß drauf. Oh ja. Also, du hast kein... Wie bist du reingekommen? Guck mal, weißt du, wann du die jetzt alle abgeturnt hast? Als du gesagt hast, das alles wird hier aufgenommen, ist verjährt. Dann hast du die alle abgeturnt. Er wollte uns alles erzählen. Ja, mach mal. Lass mal mit der Top 10. Opferbuch ausgepackt, der dann, okay, öffentlich. Lass mal, ich guck die ganze Zeit auf die Zeit, der Deutsche, weißt du? Lass mal mit der Top 10 anfangen. Also, mach mal die 10. Sehr gut, als wäre etwas Illegales. Das nächste ist... Nummer 10. Ja, etwas Kompliziertes zu verstehen. 60 Dopamin-Points. Kennst du das? Warum guckst du mich an? Was wäre ich, so ein Vollidiot? Kennst du das? Das ist mega geil, ich habe das jeden Tag. Jedes Mal, wenn wir mit dir eine Folge aufnehmen. Ich frage, dass du mich anguckst. Guck dir doch mal den Deutschen hier drüben an. Wieso kriegen wir eigentlich gar keinen Dopaminausstoß, wenn wir mit ihm da sitzen? Das ist eine ganze Zeit. Nein, aber wir haben das gerade gehört. Du kennst es doch, wenn du ab und zu Matheunterricht sitzt damals, du hast es so nicht gecheckt und dann kommt dieser Moment, wo du es checkst und dann hörst du nur so Freude, schöne Götterfunken. 60 Dopamin-Points. Ja, das ist aber alles in deinem Kopf gewesen. Das weißt du. Ich finde es so geil, dass der Inder das singt. Das finde ich super. Warte mal, wer drin hat Tenet geguckt? Hat den Film irgendjemand geguckt? Nein, keiner spoilert. Hey, wie fanden Sie es? Salim, mach das, spoilert wirklich nicht. Nein, ich werde nicht gespoilert. Aber das Film, wenn du das zweite Mal anschaust und die ganze Sache hinbekommst,
Tschüss, direkt ganzer Yelp-Review, hundertprozentig. Mit Anfangszeit. Aber kein Spoiler, es war wirklich überragend. Vielen Dank, es war sehr, sehr detailliert. Gestern Abend zwischen 19 Uhr habe ich mich zum Film bewegt. Aber es ist wirklich, wirklich für alle Leute hier, es ist der komplizierteste Film, den Sie wahrscheinlich jemals gesehen haben. Ich, törichter Narr, bin auf Englisch reingegangen. Weil ich bin so einer von diesen Bastarden. I have to watch the original. Ne? Und ich sitze dort. Nach 10 Minuten, ich kam mir vor wie der Letzte. Wirklich, ich habe kein Wort verstanden. Und dann bin ich direkt runtergegangen an die Kinokasse. Und dann sage ich so, habe diesen Move gemacht. Oh, I don't know what language this is, brother. I don't know, brother. It's complicated, brother. What German dialect is this? Und die so, oh, das ist aber Englisch. Ich so, oh my God, what is this? Und dann haben die mich auf Deutsch reingelassen, in das Deutsche. Und ich habe wieder nichts kapiert, wirklich, noch weniger als vorher. Ich schwör's dir, der englische Film ist nur so, the infinitation of the calication, guck ich auf Deutsch, die Infination der Kalikation. Voll Apokalypse. Alter, das klingt wie so. Sag ihn, hundertprozentig Zusammenfassung, ich schwör's dir, richtig ins Hirn geschrieben. Weißt du, bist schon überfordert mit Mist, weißt du? Ich bin mit Mist überfordert. Ja. Wirklich, den Film guckt ihn hier jeder an. Ihr bekommt safe diese 60 Dopamin-Points. Top 8. Lass mal einen skippen. Der nächste ist, wir haben es fast geschafft. Hund streicheln. Der hat 100 Dopamin-Points. Ein Hund streicheln? Hund streicheln, ja. Kommt eigentlich drauf dran, was für ein Hund. Ja, oder? Wer hier drin hat Hund? Absolut. Das ist wie so eine Krankheit. Wer hier drin hat Hund? Was haben Sie für einen Hund? Wenn mal, deinen Hund kenne ich doch. Du bist doch Alpaka-Lady, oder? Respekt. Sie hat das. Deins sind keine Hunde, das sind Grizzlies, Alter. Das sind einfach so zwei Zentauren. Das war so geil. Kann ich das kurz erzählen? Ja, ja. Wir haben mit der jungen Dame da eine Podcast-Folge aufgenommen über Alpakas, warum auch immer. Und da war ein Hund. Und das war wirklich ein Riesenhund. Und ich habe Salim noch nie so ängstlich gesehen. Er war die ganze Zeit so, ich gehe nicht zu diesem Bären hin. Aber guck dir mal seine Waden an. Die denken, das ist ein Snack. Wenn du... Wirklich die dünnsten Beine der Welt. Wenn du den streichelst, du verlierst diese Punkte. Digga, ich hab sofort alles, ich hab sofort Diabetes, alles. Weil, ihr müsst verstehen, in Indien ist das so, da wo ich aufgewachsen bin, laut Wikipedia. Und dort wirklich in den Slums, laut StudiVZ. Und dort, guck mal, die können das bestätigen, da sind die Hunde nicht befreundet. Sondern wenn ein Hund dich beißt, stirbst du sofort. Das heißt, dort haben wir so Angst vor den Hunden. Die laufen so rum, brother, give me something. Und dann ist jeder hat so Angst. Deswegen wirklich Hund streicheln, Respekt. Der nächste ist, oha, das ist krass. Das ist richtig sick. Bahn in letzter Sekunde zu erwischen. Ey, alle kennen es, hast du gesehen? Alle Deutschen, oh ja. Das ist so geil. Die machen das zum Spaß, oh ja. Ich habe meine Bahn gekriegt. Und weißt du, was noch doppelte Punktzahl gibt? Wenn ihr einen anderen Deutschen sieht, der sie nicht gekriegt hat. Oh ja, guck dir den an, oh ja. Die machen das, du Dreckiger. Die machen das Fenster auf. Lauf, Bruder, lauf. Ich schwör's dir. Versuch zweimal etwas Kompliziertes zu verstehen, damit du diesen Dopaminausstoß kriegst, du Dreckiger. Puh, nimm das. Das Schlimme ist, es stimmt wirklich, ich bin Deutscher, ich bin wirklich so. Aber ja. Wisst ihr, wenn ihr euch richtig zum Affenarsch macht, wenn du die Bahn gerade noch so kriegst, rennst rein mit Puls auf 200, der hat Verspätung. Ja, genau, das ist das Schlimmste. Und du weißt, was ich immer mache, ich gucke aufs Handy. Ja, ja. Niemand ruft mich an, niemand interessiert sich so. Ja, Mama, ich tue einfach so. Hallo Mama. Was ist noch peinlicher macht. Aber weißt du, wer dieses Game revolutioniert hat, ist Salim. Wir sind schon in Stuttgart, alle und ich, wo wir irgendwann drehen wollten im April oder so. 15 Uhr wollten beide da sein mit dem Zug. Rufe ich Salim an. Wann bist du da? Ja, der Zug hat Verspätung, ist zu Hause. Man hört, wie er so Zuggeräusche imitiert im Hintergrund. Und er macht so, tschu-tschu. So indische Eisenbahn, weißt du? So, mein Zug hat 2,5 Stunden Verspätung. Ich so, das ist genau die Zeit, die man von Köln nach Stuttgart braucht. Ja. Was für ein wahnsinniger Zufall. Taxi zum Bahnhof. Der nächste ist, oh, das ist krank, Alter. Das ist richtig sick. Wenn du eine Nachricht, Haken ist blau, und du erhältst sofort eine Antwort. Dopamin-Points 250. Was? Das ist krass. Vor allem, wie spezifisch die das gemessen wirklich? Haben. Wirklich? Also richtig. Kannst du beantworten sofort? Warte 2 Minuten bei der Antwort. Okay, kein Dopamin mehr. So richtig. Aber du kennst es doch. Du bekommst blauer Haken und es kommt nichts. Nee, ganz ehrlich, bockt mich gar nicht. Das heißt, sie haben... Aber weißt du, warum nicht? Ich bin einer von denen, ich brauche Jahre, bis ich zurückschreibe. Ja, das stimmt sogar. Wir kennen das. Wir schreiben immer alle so, hallo, wie geht's dir?
3 Jahre später. 3, 4 Tage. Das Leben ist krass. Ich habe noch gar nicht zu Ende gedacht, kriege ich schon die Antwort. Ich habe noch gar nicht abgesendet. Ich habe mit ihm privat nichts am Hut. Auch wenn ich mit ihm telefoniere, ich sage irgendwas, er sagt, ah, ich bin immer einen Schritt voraus. Gib mir die Antwort schon, bevor ich die Frage gestellt habe. Natürlich. Der nächste ist. Du hast recht. Der nächste ist einen. Oh, ich kenne das Wort nicht. Hey, ich glaube, wir brauchen Sie gleich wieder. Grammatik Avenger. Was machen Sie vom Beruf, wenn ich fragen darf? In der IT. Oh, welcome, colleague. Good man. Maybe I can help. Okay, Nachricht von deinem Schwarm. Was bedeutet Schwarm? Weißt du was? Schwarm. Wir sagen sie mir einfach nicht. Kennst du diese kleinen Dinge mit Flügeln? Kennst du diese Vögel, die in den Süden ziehen? Vögel ziehen doch in den Süden. Diese Insekten, ja? Ja. Das ist ein Schwarm. Ja, diese wir sagen sie mir einfach nicht. Das ist dein Schatz. Aus der Bibel auch diese ja, Plage Nachricht mit den Heuschrecken. Von deinem Schwarm. Ja, von deinem Schatz. Frag hier vor. Ja, irgendeiner aus dem Schwarm von diesen Insekten hat irgendwie WhatsApp. Dann sprechen die sich ab im Schwarm. Ja. Krass, wie überfordert er gerade ist. Ja, ich versuche es mir herzuleiten, aber ich schaffe es nicht. Wenn du es jetzt gleich verstehen wirst, richtig Glücksmoment für dich. Ja, okay. Dann haben wir wieder etwas Kompliziertes aber zu verstehen. Aber können wir vorher diese Elektroden an dein Hirn anschließen, um Dopamin zu messen? Aber hast du jetzt gecheckt, was es ist? Nein, woher denn? Wie soll ich das denn checken? Dein Schatz schreibt dir was. Ach, Schatz! Nee, Schwarm ist eher die Person, der du nachschwärmst, auf die dein du stehst. Dein Crush. Weil er vorhin der Schule... Hör ich euch zwei Analphabeten überhaupt zu? IT, Brother. What is... Was ist... Können Sie mir die Definition von Schwarm geben? Das Mädel, auf das du in der Schule gestanden hast, wo du rumgebombt bist. Der Stalker, der einen stalkt. Nein, das war nein, nur bei nein, dir nein, so. Nein. Nein, der Stalker sagt, oh, mein Schwarm. Das ist das. Nein, ja, nein. Nicht in das deiner Welt, ja. Also, nein, auch. Da schon. Dem du den Liebesbrief schickst, ja, aber er kommt doch nicht zurück. Ja, so ja. Kinder in der Schule, okay. Du schreibst einen Liebesbrief und du rechnest dich damit, dass eine Antwort kommt. Und dann schreibst du dir und dann, bam, Dopamin in your head. Du siehst die ganze Zeit blauer Haken, genau. Es kommt nichts zurück. Hello Darkness. Und dann sagt sie, ja, wir gehen Eis essen, mein Lieber. Ja, aber das kann doch nicht sein. Hier steht ja nur Nachricht. Was ist, wenn sie als Nachricht hat, einstweilige Verfügung ist eingereicht? Dann ist doch kein. Aber der Typ trotzdem. Ah, 300 Punkte. Das kann schon sein. Schwarm. Okay. Wer hier drin hat jemals eine Nachricht von seinem Schwarm bekommen? Lass mal wer, wenn er eine Nachricht kriegt von seinem Schwarm. Warte mal, Sie haben sich gerade gemeldet oder einfach nur die Jacke gerichtet? Jacke gerichtet, überragend. Das heißt, Sie hier vorne mit die blonde, wundervolle Dame mit dem blauen Jeanshemd. Das heißt, wer war dieser Schwarm? In der Schule einer. Dem hast du geschrieben, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Sondern, aber wie hat diese Kommunikation stattgefunden? Das heißt, du hast ihn zuerst kennengelernt, dann hat er geschrieben. Überragend, richtige Inception. Wie krass ist das so flasht? Ja, ich komme nicht auf dieses Wort. Normales soziales Verhalten. Welche Penner hast du sexuell belästigt? Das ist das Einzige, was du machst. Digga, bei mir, ich gehe immer nur hin. Guten Tag, kann ich? Ey, ich habe kein Kleingeld. Ich so, Bro, warum? Dopaminpunkte -7. Wirklich Apokalypse. Aber Nachricht von deinem Schwarm. Ich werde dieses Wort mir safe merken, Alter. Das ist Katastrophe. Super. Passend zu diesem Schwarm ist der nächste. Das ist der nächste 6, oder? Top 6. Oh, das ist faszinierend. Hier steht, aufpassen. Orgasmus. Also ich weiß, was das ist. Nicht, dass ich das denke, ich habe das so komisch getan. Wolltest du mir gerade wieder erklären. Das ist spannend. IT hat schon ein Brett aufgemalt. Der so. Look at this donut and this Bratwurst. Salim ist wieder in seiner Insektenwelt. Guck mal, das ist aber interessant. Hier ist eine Einteilung. Orgasmusfrau, 690 Dopamin-Points. Orgasmus-Mann, 200. 4-3 zusammen, immer noch nicht Orgasmus-Mann. Orgasmus-Frau meinst du? Frau, genau. Ja, aber das... Genau. Aber ich glaube, mit deinen Skills, wir würden es wahrscheinlich nicht mal zu dritt schaffen, eine Frau zu befriedigen. Das hast du gerade gesagt, wir drei keinen Mann, oder was? Wir drei. Danke, Salim, wir werden gerade geoutet, einfach so. Wir sind alle drei Impotent geoutet eigentlich. Eigentlich sind wir eine Dreiecksbeziehung. Ich meinte, dass sie zusammen 600 kriegen. Aber woran liegt das? Warum hat Orgasmus Mann so viel weniger? Ich kann es dir sagen, die Frau, also die Klitoris ist einfach empfindsamer. Ja? Also du hast einfach mehr Nervenzellen auf der Klitoris, deswegen kommst du krasser. Und deswegen ist es, glaube ich, schwerer. Und dadurch, dass der seltener ist, bist du als Frau so, oh fuck, ich komme, was? Oh, ja, Scheiße, ich komme, ich bin noch nie gekommen, fuck.
Und dann, weißt du, als Mann bist du so, schon wieder, jetzt gucke ich Bundesliga, schon wieder, jetzt rufe ich alle an, alle, kannst du mal kurz, oh, schon wieder, sorry, ich bin gerade gekommen, während wir telefoniert haben, tut mir leid. Siehst du, dass da vorne eine Zweijährige ist? Du siehst das, ne? Hundertprozentig. Arme Zweijährige, hundertprozentig. Und die Zweijährige so, geil! Und das 700 krasse, Dopamin Points, Brother. Und das Krasse bei der Frau ist ja, die ist, hat ja auch viel mehr stimulierende Punkte. Beim Mann, du hast diese Eichel, ne, die aber außen aber ist. Bei der Frau hast du den G-Punkt plus die Klitoris, die ja noch nach innen geht. Ich glaube aber wirklich, weil das ist ja deswegen, beim Mann ist ja, du hast es genau richtig beschrieben, in falschen Worten, aber richtig beschrieben. Der Mann ist ja andauernd. Und bei der Frau ist es so ein Highlight, ist so wie die Bahn kriegen. Das ist eigentlich fast nie. Ja, ich verstehe, was ihr meint. Ihr meint so, Männer ist so idiotensicher. Ja. Es ist nur so ein Bing, Bing. Sogar wenn du nicht willst, passiert es manchmal. Ja, und Frau ist so... Keine Ahnung, was bei dir da unten abgeht, aber du bist doch schon 10 Jahre älter als wir. So. Er geht einfach so, er kriegt so die Bahn, boom, spritzt einfach an die Tür. Mal, passiert. Du meinst was anderes? Ja, ich bin nicht inkontinent. Sagen wir das so? Ja. Keine Ahnung, was für ein Kontinent die Schweiz liegt, aber... Verstehe. Also, ich bin im Kontinent gefangen. Okay, ich also, bin im Kontinent, Alter. Guck mal, sie bringt so ihre Tochter jetzt weg, extra für euch. Guck mal, sie bringt sie einfach so in den Busch. Weg hier, weg hier. Das ist eine Schande. Ach so, müssen sie Pipi machen, oder was? Oh. Hey, hallo, musst du nicht noch drauf hinweisen? Weil jetzt gucken alle hin. Nein, nur ich kann sie sehen. Weil sie wollte, dass ihre Tochter... Sie wollte, dass ihre Tochter diskret irgendwo in Ruhe ein Geschäft verrichtet. Die so, guck mal alle dahin, wie die Kleine pisst. Ist auch gar nicht pädophil. Leute, können wir weiterreden über das Dings? Mein Schwarm. Alter, das ist ja voll kompliziert, Alter. Guck mal, was für eine Batista-Bombs sie da machen muss. Nein, Alter, wie krass ist das denn? Richtige Yoga-Einheit. Herabschauender Hund. Respekt. Patrick, Kameramann, du weißt, wenn du darüber filmst, gehst du in den Knast für ein paar Jahre. Ne? Also. Oh, guck mal, jetzt wissen die Leute, wo wir andere einen Shitstorm bekommen. Natürlich. Wegen dir. Boah, was lauerst du? Du hast auch schon. Einfach den Holocaust geleugnet. Ja. Nein. Wir nie tun. Also wir können uns darauf einigen, Orgasmus Mann ist idiotensicher, einfach nur Ding Ding, am Ende kriegst du einen Beleg und Frau ist so Pilotencockpit. Ja. So, bei Alle passiert es einfach so, deswegen immer nur 10 Dopamin-Points, aber 20 Mal am Tag kommt er auf seine 200. Bei Frau ist kompliziert. Und weißt du, was der Unterschied ist? Jetzt habe ich einen Punkt. Guck mal, mein Mann ist immer gleich. Du hast eine Frau, ja, du bist vielleicht mit dir zusammen und irgendwann nach Jahren, du hast rausgefunden, wo dieser Punkt ist. Ja? Und dann lässt du eine neue Frau kennen, irgendwann es geht zu Ende und du denkst dir, du hast es drauf. Und dieser Punkt ist ganz woanders. Ja. Oh shit, das ist wie Pokémon in einer anderen Sprache dann. Nee, das ist wie wenn eine neue Edition rauskommt. Was war das für ein Vergleich? Ich hab's voll verstanden, Alter. Du weißt, was ich meine, ne? Hey, ich habe die grüne Edition damals auf Englisch gezockt, ich konnte nicht mehr Englisch. Also wirklich, also stimmen hier alle überein, ne? Frau ist deutlich schöner als Männer, wenn es der Schwarm ist, das ist ganz wichtig. So, das nächste ist verlieben. Ich glaube sogar, dass du, wenn es nicht der Schwarm ist, höheren Dopaminausstoß hast, weil du denkst, ich komme nicht mal bei meinem Freund, jetzt gehe ich in Fremd und ich komme einfach sofort, 690. Weißt du? Diese Stimme ist so unpassend, Alter. Ja, wirklich, das ist Katastrophe. Das ist nur creepy, Wir reden Frauen, ich weiß es nicht, ich habe noch nie mit einer so gesprochen. Mach mal die nächste Nummer. Sind hier Polizisten anwesend? Führt diesen Penner ab. Okay, der nächste ist, oh, das ist süß, Heiratsantrag und sie sagt ja. 900, ja, wenn sie Nein sagt, ist richtig bitter. Das ist überragend. Ich habe das einmal erlebt. Boah. Was? Ich schwör's dir, ey, das ist true story. Nee, aber dir? Also nicht, ich habe keinen Heiratsantrag gemacht, sondern ein Freund von mir. Wir mussten auch noch so richtig jämmerlich, mussten wir so einen Tanz einüben für ihn. Schwester, Burak, ich hasse dich bis zum heutigen Tag dafür, aber der hat so verdient. Der so, Bruder, ich mache einen Heiratsantrag. Es wird Baba. Ihr müsst so tanzen im Hintergrund, mussten wir wie so Bastarde tanzen. Mit so einem Herz aus Kerzenlichtern hat er gemacht, mit Rosen, so richtig Klischee. Und dann ist sie dort, der Moment kommt, wir kommen raus, wie so Deppen. Kannst du das mal im Stehen vormachen einmal? Ich schwör's dir, 1:1, wir mussten so einen Tanz machen. Und dann auf einmal er dann so, ey, wir sind jetzt schon seit 3 Jahren zusammen, jetzt wird's langsam Zeit. Und ich habe an ihrem Gesicht schon gesehen. Normalerweise ist das Gesicht bei einer Frau, wenn's dein Schwarm ist, du ahnst schon. Dann bist du so, aber sie war so, ich so, holy shit, dieser Dance ist so umsonst. Digga, ich war so, scheiße, Bro. Und sie dann so, nein. Und er so,
Und hat danach noch Restaurant gebucht. Diese ganzen Sachen konnte er nicht mehr stornieren. Ja, sind alle zusammen dahin so, ja, genau. So, Bro, vorher fragst du vorher, dann tanzen wir. Wie viele Punkte hätte das positiv gegeben, wenn sie ja gesagt hätte? Hä? Wie viele Punkte positiv? 950. Das heißt, er musste danach zur Bank, Dopamin, Dispo, alles anrichten. Digga, all in. Das keine Gläubiger mehr gefunden. Aber das passt zu dir, wirklich. 100%. Du kriegst safe ein T-Shirt, Brudi. Das ist wahre Liebe. Heiratsantrag, ja. Der nächste ist mit 1100. Stell dir mal vor, Salim tanzt so behindert und dann sagt sie noch nein, ich würde mich direkt... Digga, wir haben ihn, aber genau, aber ich glaube, ich habe ihn aufgeheitert. Ich habe ihn jeden Tag ausgelacht. Das war so witzig. Hey, so, Bro, du bist so ein Opfer. So, hey, Mann, was erinnere ich das hier? Das ist jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Aber wir waren trotzdem noch in diesem Restaurant bei seinem Hochzeitsessen, haben wir weggesnackt. Der hat so extra so eine Torte. Er hat draußen geweint. Moment, warum hat er ein Restaurant gebucht, wenn sie noch nicht mal ja gesagt hat? Warum gab es ein Hochzeitsessen vorm Antrag? Ja, du gehst doch davon aus. Ja, natürlich, du gehst ja davon aus, dass sie ja sagt. Er wollte die direkt an dem Tag heiraten, ohne dieses Ja, wo man dann noch wartet, wenn man verlobt ist? Nein. Also was? Es war ein Verlobungsessen, kein Hochzeitsessen. Oder war das die Hochzeit und die waren schon verlobt? Ja, weißt du was? Ich tanze bei seinem Antrag, ich schwör's dir, ich bin auch da. Hä, aber wenn man bitte diesen sag Antrag, nein, bitte sag wenn man nein. diesen Antrag macht, dann macht man doch erst den Antrag. Wenn sie ja sagt, ist doch klar, dass man dann auch heiratet eigentlich, oder nicht? Wir haben doch nicht am selben Tag. Digga, wir sind ja, nicht eben, in Indien, Bro. Ja, dieses Essen dann? Digga, ich würde so gerne mal in dein Gehirn reingucken. Da ist safe nur so ein Typ. Sag was Dummes, Brother. Das ist wirklich Apokalypse. Auf jeden Fall. Wir wollten danach, aber zur Feier des Tages noch. Ach, Scheiß, Alter. Okay. Mach den nächsten. Der nächste ist. Oha, das ist krass. 1150 Dopamin-Points. Nabelschnur durchtrennen. Hast du schon mal gemacht? Ich glaube, das sollte auf deins hinaus, dieses in der Dings halten. Aber was ist das Nabelschnur-Trennen? Was soll das bedeuten? Das ist doch dieses. Mit dem Kind, ja. Aber wer, das macht doch der Arzt. Nee, du kannst das machen. Was? Ja. Wirklich? Man kann das selber freestylen, so Ikea-mäßig? Ja, gut, du musst dich schon ein bisschen Mühe geben. Du kannst jetzt keinen Scherenschnitt machen oder so. Was für ein Scheiß. Ey, ich wusste das echt nicht. Haben Sie das gemacht bei ihr? Laber, Sie haben das? Und war da Dopamin 1050? War überragend. Respekt. Haben Sie wenigstens noch Rabatt bekommen? Er macht das jetzt jede Woche im Krankenhaus. Okay. Er kommt einfach rein bei fremden Leuten. Zack, ja. Ich brauche das für den Heiratsantrag. Wir sehen uns später. Aber das Krasse ist, Dopamin ist ja auch ein Grund, warum man süchtig wird. Das heißt, all diese Sachen auf der Liste können ja eine Sucht werden. Das heißt, es gibt bestimmt irgendwo einen krassen Fetischisten, der eine Sucht danach hat, Nabelschnüre zu durchtrennen. Aber ich glaube, es muss schon dein Kind sein. Weil sonst ist es nur seltsam. Sonst richtig creepy. Ich stell mir gerade so vor, wie du in so eine Krankheit, in so ein Krankenhaus, wie der so reinläuft. So. Oh, Khalid Bounoua, what's up? Weißt du, das Ding ist, wer hat ihn reingelassen? Alle, für ihn, die ich kenne, Khalid Bounoua von Rebel Comedy, aber hier in Aachen kennt dich eh jeder, oder? Hallo Mama. Ihr merkt, wir haben keine Securities, also es kann einfach jeder reinkommen. Khalid? Ich wollte eigentlich zum Auto und ich muss da durch. Was geht ab? Khalid? Wir sind ja gerade in so einer Dopaminfolge. Also es geht darum, was am meisten Glück ausstößt. Was in deinem Leben war für dich das Schönste, wo du am meisten Glück ausgestoßen hast? Der deutsche Pass. Deutscher Pass? Okay, ich bin wieder weg. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Applaus für Khalid Bounoua! Khalid Bounoua! Bester Mann. Hey. Wir brauchen unbedingt jemanden, der an der Tür steht. Bei uns kann jeder einfach reinkommen, theoretisch. Ja. Überragend. Deutscher Pass, wirklich sick. Hast du deutscher Pass, mehrfach Krimineller, Brother? Hast du deutscher Pass auch? Überragend. Was hattest du vorher für einen? Boah, aber den hast du immer noch. Die lassen dir den nicht weggeben, ne? Mussten abgeben, Hello Dark. Ungültig. Jetzt ist ja genauso viel wert wie vorher eigentlich, ne? Das ist wirklich das drauf. Ich höre es jetzt mal gar nichts. Das ist wirklich krass. Die lassen dich auch so rein. Die dann so, das ist ja keine Passkontrolle. So. Die so, hast du Pass? Nein? Ach, egal. Komm einfach rein, Bruder. Kaufst du zwei Säcke im Preis von einem. Mach mal den nächsten Top 4. Jetzt geht's los. Das nächste, der vorletzte, Platz 2 von den meisten Dopamin so viel bis Jonsons, es gibt. Ist Kind erfolgreich sehen. 2000 Dopamin-Points. Also quasi zwei Nabelschnüre sind dasselbe wie... Das heißt, du kannst entweder zwei übelste Versager gebären oder einen erfolgreichen, kommt das Gleiche raus. Nein,
Versager ist bitter, Alter. Was haben Sie gesagt? Ah, nee, sorry, da hat nur jemand. Sorry, sie musste nur, ich dachte gerade, da wäre irgendwas gekommen. Boah, wie unangenehm. Was haben Sie gesagt? ich will das wissen. Ich dachte, ich lerne wieder ein neues Wort. Wie Schwarm habe ich heute gelernt. Mästen. Mars, ohne irgendwas hinten dran. Mars. Und wir haben auch neue Worte gelernt. Müssten, Mette, Müsste, Maste, dies, das. Nein, aber es ist wirklich krass. Kind erfolgreich sehen. Weißt du, was ich meine? Aber weißt du, wie viel Arbeit das ist? Digga, richtig viel Arbeit. Ja, aber guck mal, ich zum Beispiel, ich könnte meinem Kind gar nichts beibringen. Wirklich gar nichts? Das, guck mal, das ist mein Beruf. Ich habe mit Salim Samato einen Podcast. Und weißt du, was das Schlimme ist? Und mit mir. Das ja, aber dich kann ich einordnen. Du bist so deutsch. Bei ihm ist wirklich so Wespennest. Das ist so. Ja. Weil aus meiner Perspektive sieht man auch seine Hoden die ganze Zeit aus der Badehose. Kannst du mir einen Nabelschnur durchtrennen, du Dreckiger? Aber ich verstehe das schon. Haben Sie noch weitere Kinder oder nur Sie? Ich kann den Samenleiter noch durchtrennen, ja. Noch, Sie haben zwei? Und ja, was macht die andere? Ist die andere älter oder jünger als Sie? Wow. Ist die auch auf dem Gymnasium? Fünf, wow. Respekt. Und bei welcher hat es mehr Spaß gemacht, die Nabelschnur zu durchtrennen? Kannst nicht vergleichen. Haben wir noch andere Eltern hier? Hätte ich auch gesagt an der Stelle. Echt? Sie? Wie alt ist Ihr Kind? Die eine ist 17, die andere ist 13. Und was, wo, auf welcher Schule ist die 17-Jährige? Ist das gut oder nicht gut? Das klingt gut. Was ist das? Nee, das ist gut, das ist Fachabi. Passt schon. Also Sie haben 11. Ist hier jemand, der mehr als 3 Kinder hat oder 4 Kinder, sowas? Oder ein Kinder, die schon erwachsen sind? Wer hat mehr als 4 Kinder? Niemand? 3 Kinder? Warum beratet ihr euch da vorne? Was hinten, ist das denn überhaupt? Sie da hinten hat 3 Kinder. Wollen wir Mutumbu adoptieren? Oder was? Also sonst hat niemand mehr Kinder. Nur 1 Kind, 2 Kind. Sie vorne haben doch safe ein Kind, oder? Sie mit der Brille. Steve Jobs, Stunt-Double, ja, da vorne. Ist das nicht Ihr Sohn nebendran? Nicht? Ihr kennt euch gar nicht? Ach so, ihr kennt euch gar nicht. Krass. Ja. Der hat ihn so auf dem Schoß. Der so, tolle Show zusammen. Überragend, krass. Selbst Michael Jackson wird eifersüchtig, wenn er den sieht. Dopamin Points. Habe ich nicht gesagt, Jungs, alles gut. Okay, perfekt. Das heißt, wir haben alle Eltern durch, wir haben keine Eltern mehr. Okay, dann kommen wir jetzt zum... Dann kommen wir jetzt zum Highlight Nummer 1. Mit, merkt euch das, Kind erfolgreich sehen, 2000. Jetzt geht's los. Die Nummer 1 hatte 6.800 Dopamin-Points. Mehr als alle Orgasmen, Heiratsanträge, Vorlieben, Hakenblau, alle. Du musst 25.000 Bahnen in der letzten Sekunde erwischen, um auf 6.800 zu kommen. Wir machen noch einmal eine Raterunde. So krank, wie schnell sein Hirn das ausrechnet. Ja, safe. Was denkst du denn? I'm good, brother. Also Rat. Was sagst du? Hochzeit? Hochzeit, sehr gut. Was habt ihr noch? 6er im Lotto, sehr gut. Warum hast du das eben nicht gesagt bei den Tipps? Oh, wahrscheinlich wegen seinem Lottoschein in der Tasche die ganze Zeit gezittert. Vielleicht gewinne ich morgen endlich. Noch 3, noch 4, noch 5. Nein, überragend. Was sagt sie? Geld, einfach nur Geld, das war's. 100. Moment, wie viel Geld? 5 Euro? Oh ja, das reicht mir vorher bereits einmal Geld. Haben Sie, kann ich das Wechselgeld haben? Ah, 6.800 Points. Was haben wir noch? Sie? Oder haben Sie sich nur gemeldet? Da vorne? Sorry? All in beim Poker gewinnen. Ja, aber an welche Summe muss es da gehen, dass du 6.000 Points hast? 6.800. Geld. Was? IT? Marathon finishen, Mount Everest, sowas. Respekt. Bro, Geld. Einfach nur Geld. Einfach nur einmal. Hat sich lieber Mühe gegeben. Ja, so. Und er hat sich richtig lang gemeldet. Er hat es so ungefähr 2 Minuten gemeldet. Der so, ich werde dir richtig ficken mit dieser Antwort. Warte ab, bitte. Und warum der Lotto-Typ? Geld. Vor allem Geld, Alter. Der Lotto-Typ war vorhin dran und sagt trotzdem noch Geld, weißt du? Will nur einmal das könnte, wenn nur so ein Blankoscheck von Bill Gates sein oder sowas. Nein, aber wisst ihr, haben wir irgendwelche, ich verstehe ihn schon. Zockst du Novoline? Safe, ne? Hast du jemals Novoline gezockt? Na, der Dreckige, ich weiß 100%. Will einfach nur ich einmal. Ich glaube, der Lotto-Typ ist bisher der beste Tipp, aber macht nicht Lotto, macht Aktion Menschen auf einen guten Zweck. Will einmal Freispiele bei Book of Ra haben, das war's. Was haben Sie? Sorry? Das eigene Kind zum Altar bringen. Gute Antwort. Ja, aber du bist froh, dass du es los bist. So, du endlich. Hast es geschafft, oder? Geh.
Und dann aber noch dieser Tanz. Wow. Ja, genau, Sally Minigold. Wehe, du kommst zurück. Haben Sie schon mal Ihr Kind zum Altar gebracht? Wow, aber das ist wirklich eine wunderschöne Sache. Das Kind zum Altar bringen. Fällt irgendjemandem noch was ein? Vielleicht das Kind zum Pissen bringen während so einer Live-Show. Ja. Boah, endlich, Alter. Jetzt kommen die Heavyweights raus. Das stimmt, Alter. Jemandem das Leben retten. Alter. Aber ich möchte lieber, ich hätte mehr Punkte, wenn mich jemand rettet. Du bist so ein Egoist, dass du dein eigenes Leben denkst. Ja, klar, aber das ist, weißt du, was für ein Gefühl? Ey, ich wäre fast gestorben, jetzt lebe ich. Nee, jetzt bin ich richtig neugierig. Hat hier irgendjemand jemals jemandem schon mal das Leben gerettet? Ja, ich tatsächlich, bei einem Auto auf der Autobahn. Nicht. Was? Hast du? Nee, ich war mal Ersthelfer auf der Autobahn. Ersthelfer auf der Autobahn? Ja. Wow, das muss krass sein. Oder ein tödlicher Unfall war. Also, da ist jemand gestorben, aber im Auto hinten dran, dem haben wir jemandem helfen können. Das aber das war kein, deswegen kann ich es beantworten, das war kein Dopamin-Moment. Du fühlst dich, obwohl du dem anderen geholfen hast, bei sowas immer scheiße, wenn was Schlimmes passiert. Deswegen glaube ich, sowas eher nicht so krass Dopamin. Das ist eher Adrenalin in dem Moment, wo man hilft und dann bist du danach trotzdem depressiv, also schlecht gelaunt. Er hat gerade jemand das Leben gerettet und ist richtig mies drauf. Das nächste Mal, wenn er in diesem Moment ist, not again, brother. Das hatten wir schon mal. I don't help this motherfucker. Dopamin points, yeah. Not good. Da vorne melden sich so neben ihn, er hat noch 3 Minuten zu leben, erstmal Vitamin X auf die Ohren und abwarten. Da vorne melden sich 2 in der letzten Reihe, schießt los. Koks ziehen. Ja, Drogen hatte ich ja auch. Bist du verwandt mit diesem Geldtyp, weil du hast es im gleichen Ton gesagt. Bruder, Koks ziehen, krass. So ein Dopamin-Startup. Warte mal ganz kurz. Ihr habt euch beide gemeldet. Du wurdest drangenommen, hast Koks ziehen gesagt und deine Hand ging runter. Wolltest du dasselbe sagen? Du wolltest das Gleiche sagen. Deswegen sind sie Freunde. So haben wir uns kennengelernt. Mein Schwarm. Hey. Hast du deine Nasenspray-Story hier erzählt? Nee, aber muss ich jetzt aber nicht. Okay, dann scheiß drauf. Die war auch Dopamin 700, Alter, die war fragt. Also gibt's noch irgendwelche Vorschläge, bevor wir die 1 revealen? Absolut niemand. Und ihr müsst doch nicht wieder. Echt jemand? Sehe ich irgendwo? Ah, da vorne. Laber. 2 Stück sogar. Okay, schießen Sie los. Nochmal? Ein Wettkampf gewinnen. Sehr gut. Und der hinten dran? Urlaub. Ja, Urlaub ist bestimmt das Beste, was man überhaupt machen kann, so im ganzen Leben. Darf ich fragen, wo du das letzte Mal im Urlaub warst? Kann man eigentlich das Leben beenden danach. Nordsee. Wo? Bali? Hast du Bali gesagt? Oder Mali? Ich glaube, sie hat Nordsee gesagt, oder? Italien! Italien! Hey, du brauchst wirklich ein Auto und einen Sprecher. Boah, Mali wäre bitter gewesen. Okay, also wir haben Urlaub. Was mit Bob Mali? Was? Der meldet sich nochmal, Koksnase? Hast du noch was? Jetzt kommt er. Crystal Meth. Er geht alle Drogen einfach durch. Heroin. Ich glaube auch, dass es eine Droge ist. Schieß los, was hast du noch? Letzte Reihe. Kurz. Hast du wirklich Crystal Meth? Hast du Crystal Meth gesagt? Ja. Digga, wenn das stimmt, kriegst du ein T-Shirt, Alter. Digga. Okay, dann haben wir alle Vorschläge, sind drin. Keiner meldet. Doch, also. Da vorne noch eine letzte Meldung. Viele, oh ja, hast du gehört? Oh ja. Wie viele Insekten hast du im Haus? Wahrscheinlich einen ganzen Schwarm, oder? Brüller. Alle Insekten aus dem Haus. Was hattest du denn so eine Insektenplage bei dir? Sie sammelt Insekten, hat sie gesagt. Nein, sie Phobie. Ah, du hast eine Phobie ich vor Insekten. Sie hat ein Insektenfondue. Wow. Vor allen Insekten oder gibt es Hierarchie? Alles, was mehr als 2 Beine hat. Krass, Alter. Das heißt, sie ruft so den Spinnen 6 Beine aus. Du kannst hier bleiben, such dir eine schöne Ecke. Moment. Alles, was mehr als 2 Beine hat, eine Katze? Ist auch für sie ist doch kein Insekt, Alter. Achso, ist wie ein Insekt sein. Achso, ich habe nicht zugehört. Für sie ist alles, was mehr als 2 Beine hat, Insekt. So ein Hund kommt rein. Ah, was ist das für ein Insekt? So groß. Alles raus aus meinem Haus. Ey, Koksnase, hast du noch was? Digga, dir fällt die ganze Zeit noch irgendwas ein. Schieß los. Was? Autoreifen klauen. Du weißt, dass wir gerade heiraten hatten, ne? Und der kommt. Okay, noch einer. Nach so einem krassen Rosenkrieg, das könnte ich mir sogar vorstellen. Dann noch ein 6er im Lotto und Schokolade. Perfekt. Scheidung durch? Ja, Scheidung ist krass. Wie ist das mit Glück? Hatten Sie denn schon mal eine Scheidung? Nee, Sie sind doch glücklich verheiratet. Das ist deine Ex neben dir? Achso, nee. So. Seit wir geschieden sind, verstehen wir uns super. Ah,
krass, okay. Dann wahrscheinlich reicht sie nachher die Scheidung ein. Zu Recht. Alright, dann lösen wir auf. Wir haben alles durch. Wir haben Insekten rauskicken. Wir haben sämtliche Drogen da vorne von den letzten zwei Reihen. Hundertprozentig. Wir haben Schokolade, Kind halten, Liebe und natürlich einfach nur Geld. So. Und Nummer eins Top ist... Top 1. Nummer 1 ist wirklich Crystal Meth. Respekt, Riesenapplaus. Woo! Komm runter, hol dir dein T-Shirt, komm runter, du Dreckiger. Das ist wirklich so. Das ist wirklich Crystal Meth. Ja, aber hier steht einfach 15 Crystal, ah, das ist andersrum hingeschrieben. Okay. Komm, lass ihn runterlaufen, wir geben ihm sofort sein T-Shirt. Komm runter, Crystal Meth, du hast uns alle damit abrasiert, Alter, wirklich. Kind zum Altar bringen, wurde weggeklatscht, Alter. Die erste große Liebe finden, weg, vorbei. Respekt, Brother, Respekt. Riesenapplaus an den Crystal Meth Detektor. Achso, sorry. Hey, der Typ sieht aus, wäre komplett auf Crystal. Der kann nicht mal das T-Shirt fangen. Weißt du, ich hab's geschmissen, hat nicht mal geguckt. Okay. Hey Jungs, wir haben noch 2 Minuten, dann kommt Mord of X. Vielleicht noch abschließend an euch beide. Was würde bei euch am meisten Dopamin ausstoßen? Also nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt in Zukunft. Was wäre das krasseste Ereignis, was bei euch Dopamin auslösen würde? Ganz ehrlich, bei mir das krasseste, was jemals in meinem Leben Dopamin ausgelöst hat, aber auch bedingt, also man kann das nicht isoliert betrachten, sondern jetzt die ganzen Monate, die wir hatten, wo wir komplett in Isolation waren, wo uns nochmal vor Augen geführt wurde, was für soziale Wesen wir sind in dieser Isolation. Einfach nur dieser wundervolle Abend wieder zusammen hier zu sein, ohne sich Gedanken zu machen. Oh. Dopamin 7000, fick dich Crystal Meth, das hat hier, 8000. Wichtige Anti-Drogen-Kampagne hier wirklich, von Salim Samato. Vielen, vielen Dank. Dass ihr und du, alle? Geld. Und es stimmt, es stimmt. Was für dir? Ich hoffe, dass ihr mich noch länger im Podcast dabei behalten, wir einfach weitermachen dürfen und dann wird es bei mir immer weiter. Boah, hör auf damit, wirklich, das ist richtig Geschleime. Ich meine es ernst. Ja? Nee, Geld. Geld. Einfach nur Geld. Leute, das war Vitamin X, es war eine schöne Folge. Die könnt ihr anhören, die wird auch live gehen, höchstwahrscheinlich, oder? Vielleicht. 50, noch nicht. 50. Wir reden drüber mit dem Crystal Meth Typen. Oh. Die Genehmigung von ihm. Ganz wichtig, wenn ihr nur wegen uns da wart, ihr bleibt trotzdem jetzt sitzen, gönnt euch noch Mord of X. Und am Ende kommen wir nochmal auf die Bühne, ihr könnt ein Bild mit uns machen, T-Shirt wegsnacken. Und ein Riesenapplaus an unseren Grammatiklehrer, an alle, die wunderschön mitgemacht haben. Ihr habt den Abend wundervoll gemacht. Vielen, vielen Dank. Und an dich, Bruder. Ganz viel Liebe, Bruder. Vielen Dank, das war's von uns, oder? Ja. Mach's gut, tschüss. Es geht gleich weiter, ein paar Minuten Pause. Ciao.